Donkey Kong. Bum ba bum ba ba bum ba bum. Bum ba bum ba ba bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Mini Mario und Friends Amiibo Challenge, Part Nummer 7. Ja, im letzten Part haben wir mit Prinzessin Peach hier, sind wir durch den Schwebepalast geflogen. Und ja, weil sich diesmal zwei Amiibo gewünscht wurden, und zwar einmal Toad und der Donkey Kong, habe ich am Anfang eine Würfelauslosung gemacht, wie man am Anfang gesehen hat, hoffe ich doch. Und ja, gewonnen hat auf jeden Fall Donkey Kong mit der 1 und den scannen wir jetzt einfach mal. Na? Da ist er ja, der DK. So, ja, flotter Anstieg, der kann auf jeden Fall schräg nach oben laufen. Das wird auf jeden Fall bestimmt interessant, wenn wir schräg mit der, Tutorial bei mir spielen. Wenn wir die Schrägen mit den Bauplattformen da erstellen, ja. Kann ich mir denken. Ja, man sieht es halt hier zum Beispiel schon. Alles klar. Wie er da jetzt irgendwie so unbeweglich steht. Dann werden wir einfach mal hier eine Brücke bauen. Das ist typisch. Dann wird er hier natürlich hochgehen. Und ich sehe schon, wir müssen dann hier erstmal was bauen, dass er hier hochläuft. Dann fällt er hier runter. Und dann muss er hier wieder hoch. Also wenn er hier am besten hier drüber gelaufen ist, dass wir uns die Blöcke holen, geht dann hier wieder hoch und dann muss er hier noch hochlaufen. Alles klar. Dann mal los. Oh Gott, wie er sich anhört. Kriegt mir ja schon fast Angst. Alter Walter. Aber gut. Immerhin kann er die Schrägen hochlaufen und das sogar in einer relativ schnellen Zeit, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, ob er den Rekord gebrochen hat. Ich konnte mir die Zeit vom letzten Mal leider nicht merken. Der Donkey Kong. Ist schon irgendwie lustig. Ja, okay. Momentan ist er der Schnellste, was was das Tutorial angeht. Oder ich werde einfach nur besser. Kann auch sein. So, da bin ich jetzt mal gespannt, weil wir müssen ja auf sein Level gehen. Dumm, dumm, dumm. Der Donkey Kong. Das erinnert mich immer wieder daran, dass ich eigentlich Bock drauf habe, die Donkey Kong Country Reihe zu spielen, aber momentan die Zeit lässt das einfach nicht zu. Na, DK, auf jeden Fall bist du jetzt in einem Level, ist er jetzt in einem Level, dass wir noch nicht Gold haben, weil wir da die ganzen Münzen vergessen haben. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil es ja wohl ein kleines Level ist, wie er da hochkommt. Gut, ich sehe schon. Er geht da links hin, holt sich das Teil hier. Dann könnte ich hier eine Brücke bauen, dass er dann hier hochläuft. Und, ja. Ja. Dann muss man einfach nur gucken, dass ich dann einfach nach links gehe, dass ich dann hier wieder runtergehe und dann hier wieder nach oben. Ich finde es lustig, wenn ich so ganz leicht an ihn dran gehe, dass er dann... Hätte ich vielleicht mal formen wollen von den anderen Figuren sehen müssen, aber gut. Bewegen wir uns mal, damit das Ganze auch starten kann. So, dann kommt er ja da oben wieder raus. Wir müssen sowieso jetzt so anfangen. Wir müssen so oder so die ganzen Münzen einsammeln, von daher. So, alles klar. Dann hol dir mal die Münzen da oben. Ach, das reicht gar nicht. Dann machen wir es einfach so. Alles klar. Und dann kann ich links wieder hoch. Nein! Stimmt ja, der geht ja die Schrägen so hoch. Muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich das dann beim anderen Spielen versemmel. Zumindest kann dann Donkey Kong so gleichzeitig uns den Goldpokal holen. Und ja, da müssen wir mit einem anderen Amiibo hier nicht rein. Die Musik. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die Level aussehen werden. Bestimmt irgendwelche Donkey Kong Fässer-Action, denke ich mal. Hoffe ich doch. Und sogar ein neuer Rekord, auf jeden Fall. Ist ja klar, wenn man vorher kein Gold hatte, dann ja. Und was mir aufgefallen ist, das habe ich beim letzten Part, ist mir das nur ganz kurz aufgefallen. Chat Race Dschungel, ajo. Also, das erinnert mich einfach nur, es ist derselbe Name wie ein Wii-Spiel, wie ein Rennspiel von der Wii. Die halt, halt auch Chat Race heißt. Was eigentlich mehr automatisch fährt als alles andere. Oh, ich habe gar nicht geguckt, wie die Level aussehen. Bin ich wieder zu voreilig, vor lauter Donkey Kong Chat Race. Auf jeden Fall, ja, okay. Ui, typisch Donkey Kong. Alter, das ist ja wirklich krass. Warte mal, okay. Also, wir sehen ja, dass die Teile sich bewegen. Kann ich irgendwas machen? Nee, ich kann da gar nichts machen. Muss ich das jetzt timen oder wie oder was? Also wenn ich da reingehe, dann geht er nach rechts. Okay, dann geht er hier hoch. Und dann, dann geht er hier rüber.
Wird dann hier reingeschossen. Ach, ach so, okay, gut. Ich kann mir vorstellen, dass ich die hier antippen muss, dass wenn er da drin ist und dass ich dann im richtigen Moment dann schießen muss, alles klar. Ja, gut. Dass ich dann ja mich irgendwie hier reinschieße, dass er dann hier hochgeht, hier drauf, dass er dann hier sich wenigstens mal das Goldene oben holt. Dann geht er hier oben weiter und dann muss ich hier gucken, dass ich hier kriege ich das dann da oben, frage ich mich gerade. Ah, wartet mal. Vielleicht, wenn ich mit dem hier geradeaus hier hinschieße, dass er dann hier hochläuft. Könnte es sein. Dann geht er wieder nach links und lässt sich dann wieder hier reinschießen. Ja, kann ich mir vorstellen. Und hier. Ja, okay, gut. Das hat sich eigentlich alles schon geklärt. Na los, Donkey. Zeig mal, was du in Donkey Kong Country gelernt hast. Die Musik übrigens auch. Yay, Donkey Kong Country Musik. Sehr schön. Dum, dum. Ja, also das ist eigentlich alles doch relativ übersichtlich, muss ich sagen. Dann schieße ich ihn erstmal gerade. Ja, okay. Dann läuft er da hoch. Das stelle ich mir auf jeden Fall lustig vor. Man muss halt nur wirklich im richtigen Moment dann drücken. Wobei das eigentlich hier doch relativ fair gemacht ist, muss ich sagen. Also man sieht wirklich die Ticks dabei. Alles klar. Das wird auf jeden Fall lustig. Na, Donkey? Oh ja. Aber es ist gut, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt vielleicht etwas einfacher ist, weil irgendwie so Donkey Kong die erste Amiibo ist auf dem Feld. Also so von der Reihenfolge her. Kann natürlich es sein. Aber gut, ja. Es kann auch bestimmt jetzt noch ein anderer Levelaufbau sein dann. Ich wollte mir das vorher nochmal angucken hier. So, Chat Race Dschungel. Ja, wenn. Den Chat Race Dschungel kannst du mit Mini Donkey Kong betreten. Wähle ihn durch Verwenden eines Donkey Kong Amiibo. Ja, und da sieht man schon, was da von einem verlangt wird. Okay, da geht's sonst wohin. Ah, okay. Da müssen wir mit Wänden dann Lücken bauen und da können wir auch durch die Wände schießen. Alles klar. So, mal kurzen Vorgeschmack geholt, nachdem man das Level gespielt hat. So. Ich hätte jetzt wirklich voll Lust auf Donkey Kong Country, bin ich ganz ehrlich, Leute. Okay, also wenn ich mich da unten hinschieße, dann muss sowieso da unten schießen, weil ich ja die Münzen brauche. Dann schießt er mich wieder hier hoch und dann geht er hier wieder rein. Okay. Wenn ich dann hier hinschieße, dann läuft er hier hoch. Ja. Dann läuft er da hoch und was bringt mir das? Nicht viel. Dann läuft er vermutlich hier wieder runter, geht dann hier entlang. Ah ja, hier müssen wir dann wirklich gucken, dass wir dann getimed hier in das Teil, also in das Fass reinschießen und dann hier. Also wenn wir dann hier hinschießen, dass er dann. Nehmen wir mal, hier geht er wieder zurück. Okay. Dass wir dann hier reinschießen. Und dann geht's hier lang und. Eieiei. Hey, warte mal. Achso, wir müssen dann hier unten in die Röhre reinschießen. Okay, also. Ja, interessantes Level. Und ich denke mal, dass wir da oben entlang gehen, damit wir. Also, wir müssen ja da oben entlang. Warte mal, ich muss mal gucken. Hier müssen. Heavy. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Achso, ich sehe es gerade. Mit dem hier könnten wir uns ganz nach oben schießen und dann hier hin. Und dann muss ich hier. Ja, wieder zurück. Dass ich hier an die Münze drankomme. Ich muss gucken. Einfach lauter labern. Erstmal holen wir uns unten hier die Münzen. Alles klar. So. Da läuft er da hoch und holt sich dann die Münzen. Ja, schön. Und dann fällt er runter. Okay. Und dann muss ich ja irgendwie nach oben. Dass ich hier. Ja, hier frei mache. Wobei ich mich natürlich jetzt. Ach so, okay, ich sehe schon. Alles klar. Wir schießen uns hier an die Wand. Dass er hier direkt runterfällt. Weil sonst wäre er ja einfach hier sonst wohin geflogen. Und dann machen wir gerade dasselbe nochmal. So, dass er dann einfach gemütlich runterläuft. Alles klar. Macht auf jeden Fall mehr Spaß. Also, das mit der Prinzessin war so ein bisschen komisch. So, jetzt natürlich noch ganz nach unten schießen. Und dann haben wir das selber schon geschafft. Ja, also ich muss sagen, so vom Levelaufbau her macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Muss natürlich nach oben schießen, dass er die Münzen noch einsammelt. So, weil es wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn er dann die Münzen dann nicht bekommen hätte. Sehr schön. Ja, das geht relativ schnell. Man muss sich nur am Anfang so ein bisschen das Level, den Levelaufbau angucken und dann war es das eigentlich schon. Aber gut, jetzt kommen mit Sicherheit die ganzen, ja, Wände und Brücken, die wir bauen können. So.
Ich muss übrigens immer noch sagen, ich habe leider immer noch nicht die anderen zwei Amiibo geholt. Also ich weiß nicht, wann ich die bekommen werde, weil eBay sagt einfach nein. Oder die Preise sind einfach zu hoch für mich. Ich muss halt gucken. Wenn nicht, dann tue ich halt irgendwann mal später nachfügen. Ist ja auch nicht so wild. So. Also was auf jeden Fall noch bleibt, ist Diddy Kong und Toad, den ihr wählen könnt. Was ja dann zum Glück noch 2 Wochen sind. Und wir, uns bleibt ja auch noch die die Star Road. Man sagt, die Partzeit gerade mal 10 Minuten. Okay, wo ist eigentlich Donkey Kong? Ach, da oben rechts. Okay. Da ist er. So, warte mal, wir gehen hier rein und dann schießt du direkt dahin. Dann, hä? Ach so, ich sehe schon. Ja, das war das, was uns gezeigt wurde, dass wir halt hier die Brücke bauen müssen. Also er geht dann hier so lang. Dann können wir hier die Brücke bauen, dann fällt er hier runter. Alles klar. Und dann geht er erstmal nach hier lang. Okay, dann geht er hier weiter, weil die können wir ja nicht kontrollieren. Die sind ja von alleine. Dann steigt er hier rein. Und dann haben wir die Möglichkeit, entweder hier rein zu gehen oder hier nach oben. Okay, hier oben müssen wir hin, damit wir an den das Teil kommen. Alles klar. Also müssen wir hier zuerst hin, dass wir dann hier die Brücke dann auch bauen. Ja, gut, dann lassen wir den Donkey Kong einfach mal starten und dann gucke ich, was dann so grob passiert und hoffe dann, dass die Zeit noch reicht. So. Das Ding holen wir uns natürlich gleich wieder. So, dann machen wir erstmal hier die Brücke hin. Dass er dann halt nach oben geschossen wird. Na, Achtung und Feuer. Ach, da geht der in die andere Richtung. Gut, dann muss ich ihn erst nach oben schießen. So, alles klar. Na gut. Man hätte, glaube ich, auch so gerade dann die Brücke bauen können. So, jetzt habe ich hier nicht mehr weitergeguckt. Wenn ich jetzt hier nach links gehe, dann... Ah, ich sehe schon. Dann müssen wir hier so eine schräge Brücke bauen. Dass er dann hier dann durchkommt. So, dann läuft er da hoch. Alles klar. Und dann geht er wieder runter. Und ich sehe gerade, ich habe... Verdammt. Ich habe leider da oben hier das Ganze vergessen. Verdammt. Da hätte ich mit dem Teil hier mich hier rüber schießen müssen. Kann ich das vielleicht sogar noch machen? Ja, ich könnte es noch gerade noch machen. Okay, wartet mal. Hier nach oben. Alles klar. Hier. Und dann machen wir das so rum. So, dann klappt das nämlich auch. Das hätte ich vielleicht halt vorher machen sollen, weil dann, ja, man ein bisschen Zeit gespart hätte. So, alles klar. Und dann müssen wir wieder rüber. Und zwar so, dass wir nach unten kommen. Na, Achtung. Alles klar. Go, go, go. Und dann sind wir auch gleich wieder am Ziel. Na, Donkey Kong, da ist er ja schon. Und so, alles klar. Ich hoffe, die Zeit hat noch gereicht. Wenn nicht, dann ja, muss ich es halt nochmal machen. Aber der Levelaufbau ist auch eigentlich relativ übersichtlich. Na, hat das noch gereicht? Ach ja, was ich sagen wollte. Die Punktzahl wird einem... Das hat leider nicht gereicht, verdammt. Da muss ich nochmal rein. Aber wir müssen ja die Marken zum Glück nicht mehr sammeln. Wenn ich hier im Menü auf Pause gehe, dann wird mir auf dem Gamepad angezeigt, welche Punktzahl ich brauche. Gehen wir gleich nochmal rein. Die Zeit sagt ja. oder konnte man das auch oben sehen? Ich muss nochmal gucken. Ich drücke mal kurz Pause. Ja, also hier steht, bei mir unten leider, könnt ihr jetzt nicht sehen, steht Zielpunktzahl 17.000. Okay. Also hat da wirklich die Zeit gefehlt. Ja, das Problem ist nur, wir müssen hier trotzdem hoch, wie ich es gerade so sehe. Aber gut, wir können uns ja einfach nur geradeaus nach oben schießen, ohne dass wir eine Brücke bauen. Alles klar. Gehen wir gleich mal mit dem Donkey Kong los hier. Na komm, gib mir auch meinen Teil wieder. Alles klar. So. Dann läuft er ja gemütlich wieder ins hier rein. Alles klar. Gerade mal gucken, wegen den Münzen muss ich ja wieder nach oben. Alles klar. So, dann schieße ich mal hier hoch. So. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man jetzt die ganzen Marken nicht mehr einsammeln muss. Und kommt dann trotzdem an die ganzen Punkte ran. So, und dann haben wir das hier schon gemacht. Alles klar.
Hoch und rüber. So, Rekordzeit. Denke ich mal. 260 Sekunden. Passt doch. Ja, wenn man die Level einmal gesehen hat, dann geht es eigentlich schon relativ schnell. Und viel muss man ja auch nicht umstellen. Ja, das reicht locker. Sehr schön. Dann fehlt uns ja nur noch ein Level. Wir sind bei 15 Minuten angelangt. Also ja, das passt doch relativ gut. Dann schaffen wir heute vielleicht sogar ein Extra-Level. Wir haben auch schon 55% erreicht, wie ich schon gerade gesehen habe. Also schon über die Hälfte vom Spiel. Obwohl wir eigentlich schon mit mehr Amiibo gespielt haben. Aber ich glaube, dass die Star Road mit dazu zählt. Okay. Mal gucken. Wo ist Donkey? Achso, der ist da in der Mitte. Vor lauter Fässer sehe ich Donkey Kong nicht mehr. Okay. Er geht dann da in das Fass rein. Geht dann, kann dann hier lang geschossen werden. Und muss hier lang geschossen werden, damit man sich zumindest die Teile da holt. Wobei ich kann ihn auch da reinschießen, dann geht er hier unten lang. Dann wird er hier wieder nach oben geschossen. Ja, ich muss hier unten lang, damit ich mir die ganzen Münzen schnappe. Und dann geht's nach rechts. Ja gut. Wie gesagt, ich gucke dann einfach mal, während ich spiele danach. Ach nee, das geht gar nicht. Die bewegen sich ja gleichzeitig. Also okay, kann ich nur so rüberschießen. Okay, ich kann nach unten und ich kann nach geradeaus. Ich glaube, geradeaus macht mehr Sinn. So, geradeaus macht auch nur dann Sinn, wenn er sich hier die Münze schnappen kann. Wartet mal, geht es hier? Ja, man fällt ja runter und dann klappt es auch wieder so. Oh, zu früh geschossen. Da ist er gleich wieder reingegangen. So, jetzt aber. Lass mir zumindest mal die eine Marke hier haben. Alles klar. Und dann kann ich mich nach rechts schießen. Hier nach oben. Go. So, okay. Wenn ich mich jetzt da oben schieße, dann muss ich eigentlich nur darauf aufpassen, dass mich die Pflanzen nicht berühren. Alles klar. So. Hier muss ich erst da unten, um die Münzen zu bekommen. Und dann geht's nach oben. Alles klar. Achso, ich sehe schon. Warte mal, jetzt bewegt sich der Bildschirm, weil ich hier... So, alles klar. Dann geht's hier nach links. Und dann komme ich jetzt nach unten lang. Okay, alles klar. So. Ja, das Level ist schon ein bisschen größer. Deswegen muss ich da ein bisschen genauer gucken. Ich hoffe, dass es von der Zeit her passt. Na, alles klar. Ach, das. Achso, ich habe schon gedacht, ich wäre schon fast am Ziel. Okay, hier komme ich dann hier hoch. So. Oh, ich muss auch, gucken wegen den Viechern hier. So, und dann lassen wir jetzt einfach direkt runterfallen. Ja, alles klar. Sehr schön. Ui, da habe ich echt aufpassen müssen wegen den, ja, Piranha-Pflanzen habe ich das. Da habe ich den Rhythmus komplett außer Acht gelassen. Ja, wenn die Schräge da kommt. Normalerweise müssten ja dann die Feuerbälle sonst wohin fliegen, aber... Ja, wir haben es zumindest geschafft. Uiui. Schon 149. Ich glaube, wie viel könnten das denn sein? Es sind ja, glaube ich, 10 Amiibo-Figuren. Doch 200 vielleicht. Aber dann würden wir ja noch... Achso, in normalen Level fehlen ja auch noch ein paar. Stimmt, ich bin ja fertig hier. Ja, sehr schön. Dann kann ich mit Donkey Kong jetzt noch gucken, ob ich irgendwo ein Level habe, wo ihm noch eine Marke fehlt vielleicht. Speziell bei den silbernen Teilen. Na, wo haben wir denn hier was? Hier ist auch nichts. Ach, hier. Alles klar. Machen wir das einfach mal. DK. Ich glaube, ich erinnere mich sogar an das Level, dass man ganz nach rechts musste. Dass es da so eine Schräge gab, wo man nach oben geht. Ja, genau. Okay. Dann werden wir mal gucken. So, zack. Hauen wir das ja mal hier hin. Die schmeißen wir natürlich wieder runter. Wir kennen das Ganze ja. Oh, die brauchen wir natürlich nicht. Wir gehen dann ganz nach rechts. Okay, dann muss ich hier natürlich frei machen und hier dann die Teile hinsetzen. Sehr schön. Ich muss natürlich auch wieder mit dem Donkey Kong zurück. So ist es ja auch. Die Münzen sind ja zum Glück egal. Einmal hier nach rechts und dann... Der läuft ja die Schrägen hoch. Also läuft auch diese Schräge hier hoch, denke ich mal. Wobei, nee, der geht ja sowieso da nach links wegen dem... Oder? Ich bin gerade überlegen. vielleicht mache ich es sogar so... Dass er dann einfach direkt nach links springt. Ich probiere es einfach mal aus. Mehr ist mehr schauen als labern. Man lernt erst durchs Ausprobieren. So, rüber. Ich lasse ihn jetzt einfach mal, wie gesagt, ich lasse ihn hier runterlaufen. Lasse ihn dann hier hochspringen. Und dann geht er hier lang und dann beim Runterrutschen macht er den dann wieder platt und so weiter. So, alles klar. Ist auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man eine Figur hat, die dann alle Schrägen hochlaufen kann. So, und trotzdem rutscht.
Ja, dann lassen wir ihn jetzt einfach wieder zurücklaufen. Ganz gemütlich. Ja. So, gemütlich heißt natürlich, dass wir die Bumper hier natürlich wieder noch hinsetzen müssen. So, alles klar. Go, go. Wie er hängen bleibt. Habe ich nicht aufgepasst. Aber gut, dass er sich dabei nicht umdreht, weil dann wäre es ärgerlich. Und eine neue Marke. Sehr schön. Ja. Und es würde sogar genau noch Zeit bleiben für noch eins. Also ich muss ganz ehrlich sagen, doch, die Donkey Kong Levels sind weit einfacher als zum Beispiel die von Mario oder von hier. Wo hatte ich große Probleme? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Bei Bowser bin ich ein paar Mal gestorben, wegen dem Feuer. Also es gibt auch nicht so viele Sterbestellen, sage ich einfach mal. Da war Diddy Kong. Da war Yoshi. Da war noch ein Donkey Kong. Alles klar. So. Dann war es das ja eigentlich dann. Wird vermutlich eine kürzere Folge diesmal, aber ja, 20 Minuten sind ja eh Minimum und. Okay, da ist der Donkey Kong und wie kommt der da am besten hin? Achso, er läuft hier die Schräge hoch und geht dann hier rüber. Okay. Aber wie komme ich da jetzt nochmal hin? Warte mal, wenn er in die Röhre geht, bringt es ja einem nichts. Der muss den roten Schalter aktivieren erstmal, ja. Also muss er nach oben. So rum, alles klar. Dann geht er ja hier wieder runter. Münzen sind jetzt zum Glück egal, deswegen kann er hier ganz komplett runterfallen. Dann kann ich mir die auch schnappen. Dann packe ich die nämlich auch hier gleich mal hier hin. Wobei, nee, da muss er erst hochlaufen und dann muss er hinsetzen. Dann drückt er den Schalter, dann muss ich hier wieder reingehen. Dann läuft er hier runter. Ja, ja. Na komm, schnapp mir die Dinger einfach mal. Der geht dann hier lang. Prallt dann hier ab und läuft dann zurück. Ja. Dann setzen wir die Teile einfach hin. Dann, ja, starten wir jetzt einfach mal direkt. Ich hoffe, dass ich mir das so grob überlegt habe. Wie gesagt, die gelben Schalter sind ja... Wobei, nee, wartet mal. Ich lasse den einfach da hochlaufen. So, alles klar. Lass ihn einfach hochlaufen, lass den Schalter drücken und lass ihn dann so runterfallen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und dann lasse ich ihn hier links runter. So, alles klar. Achso, den muss ich ja hinsetzen, damit er wieder hochkommt. Ja, bringt ihm nichts, wenn er an der Wand stößt. Okay, jetzt geht er da hoch und dann mache ich die. Na, muss natürlich die Röhre da bleiben. Nein. Oh, verdammt. Warte mal, ich merke gerade, dass ich so einen leichten Fehler mache. Ah, da kommt er jetzt ja nicht mehr hoch, gell? So rum. Ach, ich bin gerade so ein bisschen verpeilt, merke ich gerade. Zum Glück habe ich so viel Zeit der Welt. So, nochmal. Und diesmal machen wir es richtig. Ich hatte halt keine Teile mehr, die ich hinsetzen konnte, deswegen war ich da so ein bisschen verwirrt. Der kann auch direkt hier runter. Dann läuft er nicht so lange. So, go, go, go. Nach rechts. Dass sich dann auch die Marke hier schnappt. So, alles klar. Und jetzt können wir ihn wieder nach oben schicken. Achso, habe ich jetzt vergessen, die Teile wegzunehmen. So rum. Wartet mal. Wie kann man denn jetzt nochmal darüber? Achso, wartet mal. Geh mal schnell da hoch. Dann muss einfach so rum. Nein, ist er die wieder angemacht. Nee, so bringt es nichts. So geht er immer wieder nach oben. Warte mal, kann ich ihn eigentlich? Ich könnte ihn doch auch, ja, warte mal, ich muss ihn jetzt ein paar Mal laufen lassen, weil ich gerade hier so ein bisschen verpeilt bin. So, komm, go, go, go. Nee, das geht nicht. Aber so geht's auch, dass er dann da rechts rumläuft, ja. Ich war gerade total verwirrt. Meine Güte, ey. So, jetzt aber. Go, go, go. Da war das Level hier fast schwieriger als, als die anderen Level. Auch bedingt dadurch, dass er halt schrägen hochlaufen kann. Aber immerhin haben wir die Marke. Alles klar. Die Punktzahl ist natürlich lächerlich. Da ist Rob immer noch der Rekordhalter. So, ja. Dann war es das eigentlich schon wieder. Dann hoffe ich, hat der Papi wieder gefallen.
Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt, wie gesagt, mir in die Kommentare schreiben, welche Amiibo ich als nächstes spielen soll. Toad oder Diddy Kong. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Sonntag. Ciao, ciao.